Lieben, herzlich willkommen zu dem heutigen Workout. Ich habe heute Verstärkung dabei, und zwar die Judith. Heute mal ein bisschen Abwechslung, nicht immer nur die Jungs, sondern heute mal ein bisschen Frauenpower. Genau. Was ich heute mitgebracht habe für euch, ist zuerst mal ein Warm-up. Wir gehen das kurz durch. Wir machen 25 Jumping Jacks. Achtet darauf, dass ihr oben die Arme, die Hände zusammen macht und hinterm Rücken auch die Hände zusammen. Wir machen das euch mal kurz vor. Quasi bleibt schön klatschen, genau. Super. 25 Stück. Wenn ihr das habt, machen wir unsere bekannte Übung. Ausfallschritt nach vorne. Jeder so weit runter, wie er kann, mit den Ellbogen auf dem Boden. Kurz ein bisschen halten. Und dann den Arm öffnen, die Schulter dehnen. Auch kurz halten. Und dann das Bein wechseln. Linke Bein. Auch wieder so weit runter wie möglich. Kurz halten. Und dann auch die Schulter öffnen und aufdehnen. Davon macht ihr 4 Stück pro Seite. Wenn ihr das habt, machen wir den seitlichen Ausfallschritt. Und versuchen so weit runter wie möglich zu gehen. Gewicht schön auf die Ferse. Knie über die Fußspitze schön. Schön halten. Kurz zu 3 Sekunden und dann wechseln wir die Seite, da das gleiche auch wieder. Kurz halten, so weit runter wie möglich. Ihr könnt euch natürlich hier auch ein bisschen abstützen, wenn ihr nicht so weit runterkommt. Und da macht ihr 3 Stück pro Seite. Wenn ihr das habt, machen wir noch ein bisschen die Schulter warm, strecken die Arme, fangen klein an, schön kleine Kreise und werden immer größer, bis wir dann die ganze große Kreise machen. Genau. Das Ganze machen wir auch noch rückwärts. Auch wieder schön mit den kleinen Kreisen starten. Und immer größer werden. Genau. Davon könnt ihr gerne 2 Durchgänge machen. Ich denke, dann seid ihr richtig schön warm. Zum Workout. Wir machen heute eine Art Emon, aber ein bisschen speziell. Die erste Übung sind Lunges. Ihr könnt euch gerne dazu ein Gewicht nehmen. Nehmt 2 Wasserflaschen, 2 Bierdosen, wie auch immer, einfach 2 Gewichte. Wenn ihr habt, gerne auch 2 Dumbbells. Wir nehmen das Gewicht auf, halten es seitlich und machen 10 Lunges. 1, 2, 3, 4, bis ihr 10 habt. Und die zweite Übung sind Thrusters, das heißt, wir bringen das Gewicht in die Front-Track-Position, schön Ellbogen nach vorne und dann machen wir 10 Thrusters und schießen das Gewicht über die Schulter nach oben. Genau, super. Davon auch 10 Stück. Und unser Ziel ist heute, wenn wir zum Beispiel die 10 Lunges gemacht haben, in der restlichen Zeit der Minute Burpees zu machen. Und das gleiche auch bei den Thrusters, auch die 10 Thrusters und die restliche Minute dann Burpees, bis ihr 100 Burpees voll habt. Wir machen euch das mal kurz vor. Wir starten mit den 10 Lunges. 2. Genau, wenn ihr die 10 habt, auf die Seite und unsere geliebten Burpees. Bis die Minute voll ist, dann nehmen wir das Gewicht sofort wieder auf, keine Pause, in die Front Rack Position und wir starten mit den Thrusters. Davon machen wir auch wieder 10 Stück, wenn wir die 10 haben, Gewicht auf die Seite und wieder Burpees. Genau. Und diese 2 Übungen, beziehungsweise 3, macht ihr so lange, bis ihr die 100 Burpees voll habt. Wir wünschen euch viel Spaß. Ciao.